Hallo zu einem neuen Video, heute aus der Schweiz. Ich bin in den Schweizer Bergen unterwegs und der Grund, warum ich da unterwegs bin, ist nicht dieser tolle, einmalige Kulisse hinter mir. Man kann es am Teleobjektiv schon erahnen, es geht um Tierfotografie und zwar möchte ich in den nächsten Tagen Bartgeier fotografieren. Ich hoffe darauf, dass sich der Bartgeier zeigt und dass er an der Felswand im Hintergrund entlang fliegt, die Thermik dort ausnützt und mit ein bisschen Glück komme ich dann an schöne Fotos von ihm. Drei Tage möchte ich hier in dieser wunderschönen Kulisse in der Schweizer Bergwelt mit der Vogelfotografie verbringen. Bartgeier haben ein sehr großes Revier und gleiten die Felswände entlang, um Knochen von verendeten Tieren zu suchen. Hier an dem Ort kann man sie regelmäßig antreffen und damit sie auch in Fotodistanz kommen, muss in erster Linie die Thermik und die Windrichtung stimmen. Am ersten Tag habe ich leider noch kein Glück mit ihnen gehabt. Dafür war der zweite Tag umso erfolgreicher und ich konnte sogar mehrere Vögel gleichzeitig beobachten. Ja, Tag 2 bei den Bartgeiern geht zu Ende und es war ein super Tag, richtig erfolgreicher Tag. Hat gleich total gut gestartet mit einem Bartgeierbärchen, das über mich drüber geflogen ist. Sind dann weiter geflogen worden in einer großen Entfernung und haben dann nur ein paar Kreise am Himmel gedreht. Kurz drauf ist ein Jungtier gefolgt, auch der war nur verhältnismäßig weit entfernt. Habe ein paar Fotos machen können und es war ein tolles Erlebnis und gleich mal ein guter Start in den Tag. Das eigentliche Highlight des Tages ist dann etwas später gekommen. Ein Bartgeier ist nur wenige Meter über mir drüber geflogen. So nah, dass ich ihm mit 500 mm beide Flügel abgeschnitten habe. Ein unglaublich tolles Erlebnis, so einen majestätischen Vogel aus dieser Nähe erleben zu können. Es war ein genialer Tag, bei dem ich voll auf meine Kosten gekommen bin und der auch noch mit einer grandiosen Abendstimmung zu Ende gegangen ist. Am nächsten Tag hat leider der Wind gedreht und von den Bartgeiern war nichts mehr zu sehen. Da es eigentlich mein letzter Tag war, habe ich meine Pläne geändert und spontan um zwei Tage verlängert. Ich wollte die Bartgeier einfach nochmal aus der Nähe vor die Linse bekommen. Die Zeit, in der der Wind aus der falschen Richtung gekommen ist, ist aber auch nicht langweilig geworden. Außer den Bartgeiern sind hier heroben auch noch Steinadler, Alpendohlen, Schneefinken und einige andere Vögel unterwegs. Für mich haben sich die zusätzlichen Tage voll gelohnt. Am letzten Tag
sind nochmals drei Bartgeier gleichzeitig gekommen und haben ihre Kreise am Himmel über mir gezogen. Es war ein wunderbarer Abschluss der Tour und zum Abschluss des Videos zeige ich euch jetzt nur die Bilder, die in den letzten Tagen entstanden sind. Ciao und hoffentlich bis zum nächsten Video.